Den hinterhältigen Auslöser für einen gefährlichen Tierbiss decken jetzt die Kriminaloberkommissare Manuel Wenner und Dirk Ahrens auf. Wo habe ich ja bezahlt? Ja, genau. Dann erst mit dem Automaten geklappt. Sie hat schon. Hallo? Ja, hallo. Guten Tag. Ja. Und bei uns im Restaurant haben wir diese Spinne gefunden. Und meine Tochter, die wurde auch schon gebissen. Ich war jetzt gerade im Krankenhaus. Ist das eine echte Spinne? Ja. Dann lass uns einmal kurz reingehen. Bei dem Tier handelt es sich um eine amerikanische Vogelspinne, deren Biss zwar schmerzt, aber nicht lebensgefährlich ist. Während der Befragung der Polizisten platzt der aufgebrachte Vater des Opfers herein. Keine Ahnung, wer sowas macht, aber da ist einfach auch meine Existenz bedroht. Ich schlage vor, wir gehen dann einfach mal nach oben und klären das mal in Ruhe. Warte, ich mach das gleich. Was ist hier los? Was ist hier mein Polizist? Stopp. Was ist hier los? Sie kennen sich? Das ist mein Ex-Mann. Aber okay. Warum bist du denn hier? Ja, Moment. Um was geht es jetzt hier? Ganz einfach, ich habe einen Anruf bekommen von Ihren Angestellten, dass ich angeblich eine Spinne ausgesetzt habe. Moment, wer sind Sie denn? Das ist meine Freundin. Okay, der geschlage vor, dass wir nach oben gehen und das in Ruhe erstmal klären, um was es hier eigentlich geht. Bringt ihr die Spinne dann in die Reservatenkammer? Die muss ja nicht hier stehen. Dann, wir gehen am besten erstmal vorweg. Wir gehen erstmal alle zusammen holen, dann klären wir. Ja, hier für die Spinne holen wir jetzt gleich erstmal einen Sachverständigen oder irgendjemand, der sich damit auskennt. Die kann ja nicht die ganze Zeit in der Reservatenkammer bleiben und der wird sie dann in Obhut nehmen und dann haben wir sie erstmal weg hier. Wir kommen gleich zu Ihnen. Hier, ja? Setzen Sie mal hier vorne hin. Wir kommen gleich auf Sie zurück. Ne? So, bei dir ist alles in Ordnung. Ja? Ja? Schon wieder zurückgegangen, dass sich das jetzt gebessert hat. Ist das passiert, während das Restaurant auf war? Ja. Während des Betriebes? Ja, im Küchenbereich. Ah ja, okay. Mhm. Und die Spinne ist dann irgendwann mal aufgefallen oder war die morgens schon da? Ja, wie war das? Du bist doch an den Kochtopf gegangen und dann du wolltest ein bisschen spielen. Und dann hat mich deine gebissen. Mhm. Ja. Und da war das Restaurant schon auf? Ja, richtig. Also es könnte theoretisch auch ein Gast gemacht haben, irgendein Gast. Aber es war zu der Zeit wirklich wenig los bei uns. Ja. Also es wäre Ihnen aufgefallen, wenn jemand von den Gästen in die Küche gegangen wäre. Also definitiv. Ich war mit meiner Angestellten dort, der Nina. Mhm. Sie sind noch die ganze Zeit im Restaurant gewesen mit Ihrer Angestellten. Also es war, irgendeinem wäre es aufgefallen, wenn jemand unberechtigt in die Küche reingegangen wäre, hätten die Spinne ausgesetzt. Das hätten wir eigentlich gemerkt. Haben wir aber nicht gesehen. Nicht gemerkt. Das Opfer glaubt, dass ihm jemand schaden will. Die Kripo-Kommissare erfahren, dass ihm bereits eine Lieferung gestohlen und seine Fenster beschmiert wurden. Dirk Ahrens sieht einen Zusammenhang. Also wenn wir davon ausgehen, dass es während den Öffnungszeiten keiner gewesen ist, wer hat denn alles einen Schlüssel von dem Restaurant oder wer kann denn rein? Ja, meine Angestellte logischerweise. Ich habe einen Schlüssel. Bei meinem Ex-Mann bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also ich meine, er hat ihn damals mir nicht zurückgegeben. Der müsste auch noch einen Schlüssel haben. Die Angestellte ist aber, dass die jetzt noch im Restaurant ist. Die haben Schlüssel, Sie und möglicherweise Ihr Ex-Mann. Ja, genau. Okay. Es gab da mal so einen Vorfall vor kurzem, da kam er in das Restaurant, war sehr aufgebracht, hat so eine riesen Szene gemacht, was für ihn absolut untypisch ist, weil wir haben ein gutes Verhältnis nach der Scheidung, gerade auch, dass wir uns um unsere Tochter gemeinsam kümmern wollen. Was war das denn für ein Vorfall, was Sie gerade eben... Ja, er kam ins Restaurant und meinte irgendwie, es geht jetzt mit alles bergab und war sehr aufgebracht, sehr nervös. Ich habe ihn da versucht zu beruhigen. Die Kripo-Kommissare ermitteln, dass die betreffenden Spinnen frei verkäuflich sind. Der Vater des Bissopfers streitet jedoch ab, das Tier gekauft und im Restaurant platziert zu haben. Doch die Polizisten lassen nicht locker. Ja, ihre Ex-Frau hat zwar gesagt, dass sie im Guten auseinandergegangen sind, aber vor kurzem gab es mal einen Vorfall, wo sie ein bisschen Theater gemacht haben. Das heißt Theater gemacht? Es war immer so, ich war letztens noch mal da, um mir das noch mal anzuschauen. Ja? So, und auch zu gucken, ob der Laden noch gut läuft. Ja? Mhm. Weil schließlich gehört ja noch die Hälfte von mir, davon noch mir. Ja? So. Mhm. Ja, dann war ich da. Hab gesehen, wie das alles schon da läuft, hab meine alte Auszeichnung gesehen, dann kam halt mal so die Emotion hoch, weil momentan, wo arbeite ich jetzt, in so einer Kantine halt, Aber was anderes, haben Sie noch einen Schlüssel von dem Restaurant? Ja, hab ich schon. Ja, das hab ich vergessen. Ach, den haben Sie noch? Ja, den hab ich noch. Ja, aber trotzdem. Also. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, unentdeckt möglicherweise ins Lokal reinzukommen. Jetzt wollen Sie mir jetzt wieder was von... Ja, gar nichts, ich stelle es nur in den Raum und frage Sie. Ja, rein theoretisch gesehen könnte ich nachher rein. Also können Sie es, gut. Ja. Mehr wollte ich gar nicht. Könnte jemand anderes diesen Schlüssel nehmen und möglicherweise
denn ins Restaurant gehen. Wie ist das mit dem Schlüssel? Wo haben Sie ihn aufbewahrt? Ja, also zum Beispiel. Den Schlüssel habe ich normalerweise immer an so einem kleinen, wissen ja, so einen Schlüsselanhänger. Ja. In der Regel trage ich den schon mit mir rum. Ja. So, aber ich habe den auch mal letztens bei mir in der Wohnung mal hängen lassen. Ja. Das kann man, vergisst man ja mal. Ich meine, wie gesagt, normalerweise brauche ich ja auch nicht mehr. Ja. Wohnen Sie denn mit Ihrer Freundin zusammen? Ja, ganz ruhig. Also die könnte theoretisch da auch was mit zu tun haben, weil Sie ja behaupten, Sie haben nichts damit zu tun. Ja, also rein theoretisch gesehen schon, aber sie versteht sich ja mit meiner Kleinen und auch mit meiner Ex eigentlich ganz gut. Ja. Nachdem wir uns mit dem Ex-Mann in einem Vernehmungsraum unterhalten haben, oder besser gesagt kurz befragt haben zu dem ganzen Sachverhalt, schließen wir den eigentlich zunächst als Täter aus, weil zum einen hätte er ja das Leben seiner eigenen Tochter gefährdet und das kam schon sehr glaubwürdig rüber, dass er das nie machen würde. Und auch seine Ex-Frau hat ja im Prinzip bestätigt, dass sie ihm das gar nicht zutraut. Denn es ist ja Gott sei Dank glimpflich abgegangen. So, nehmen Sie bitte einmal Platz. Meine Angestellte Sina ist am Telefon. Ja. Bitte einmal Ruhe. Hallo? Kammerjäger? Noch ist unklar, warum die Kellnerin den Hilferuf absetzte. Da der Anruf plötzlich abbrach, vermuten die Kripo-Kommissare Gefahr im Verzug. Tatsächlich erhärtet sich dieser Verdacht schon bei der Anfahrt zum Restaurant. Egon vor den Eger 3214, dringend RTW und Feuerwehr hier an das Restaurant. Rauch steigt auf. Scheiße, Alter. Da kommt einer raus. Polizei! Polizei! Stehen bleiben! Polizei! Raus! Runter! Keiner packen! Lass dich in Ruhe! Hand am Rücken. Was wollt ihr? Hand am Rücken. Und keine Fackel, Kriminalpolizei. Wer sind Sie? Ich bin Kammerjäger. Was Kammerjäger. Kammerjäger, was machen Sie hier? Na, Ungeziefer versuchen. Was wollt ihr? Warum sind Sie weggelaufen? Geht Sie gar nichts an, warum? Komm, oder Kriminalpolizei. Komm, wir stellen so, pass auf. Einmal aufstehen, keine Faxen dabei. Der Verdächtige verweigert die Aussage. Auch zum Verbleib der Kellnerin verrät er nichts. Den Kripo-Kommissaren bleibt nur eine Wahl. Das scheint alles verqualmt zu sein. Ja. Warte mal, ich nehme mal hier so ein Tuch mit. Ja, pass auf. Boah. Boah. Das hat doch hier keinen Zweck, wer sieht doch hier überhaupt nichts. Oh. Scheiße. Boah. Oh, warte mal. Was? Hier ist einer. Was? Wer sind Sie? Hallo? Ist alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Ja. Was ist das? Geld in der linken Hand. Was ist das für Geld? Hallo? Was ist das für Geld? Wir sind hier hinten. Von der Kasse. Ich steck das Geld ein erstmal. Okay. Wir haben hier eine verletzte Person. Könnt ihr die mal übernehmen? Super. Danke. Okay, wir gucken mal weiter. Gehen wir weiter. Der Täter wurde offenbar von der Kellnerin beim Klauen erwischt und deshalb von ihr niedergeschlagen. Warum die Männer dem Restaurant schaden wollen, gilt es zu klären. Wer sind Sie denn? Was haben Sie denn hier gemacht? Wollen Sie jetzt? Machen Sie mich mal lieber los. Hier ist. Kennen Sie sich? Ich kenne den. Haben Sie was mit dem tun, Herr Struve? Kennen Sie den? Ich hab den noch niemals. Ich hab den auf keinen Fall gesehen. Kennst du den? Ja. Na? Ja, dann lass uns erstmal nach dem Auto gucken. Komm, vielleicht finden wir ja irgendwelche Hinweise auf seine Identität. Okay. Warten Sie mal hier vorne einen Moment an. Aber Sie bleiben bitte hier. Bleiben Sie mal hier bei uns am Auto stehen, bitte. Ja, hier am Auto stehen, bitte. Zur Klärung der Identität der Männer achten die Beamten auch auf Kleinigkeiten. Zu Recht. Denn dabei fällt ihnen etwas auf, das die Ermittlungen entscheidend vorantreiben wird. Winkelprink. Ja, ich hab mit, danke. Und? Tobias Winkelprink. Negativ. Sag mal, du heißt doch auch Winkelprink. Ja, und? Ach ja. Du hast keine Brüder. Was? Nee, hab ich auch. Warum heißen die denn so? Der Halder und Sie heißen beide Winkelprink. Ja, passiert. Was sagen Sie dazu? Muss ich irgendwas sagen? Komm, wir gehen mal zu den Winkelprink. Geh mal mit, ich will jetzt mal wissen, was gespielt wird. Geh mal mit. Kommen Sie mal bitte mit. Jetzt bin ich mal gespannt. Kennen Sie sich hier? Beide Winkelprink mit Nachnamen und beide schweigen sich an, oder was? Jetzt was ist denn hier los? Cousin. Was? Ach. Er ist ja Cousin. Ja. Und der andere im RTW? Auch. Ach. Ja, und was haben die gemacht hier? Und was haben sie hier gemacht? Die hat mich beauftragt, mit meinem Bruder den ganzen Laden hier auseinanderzunehmen. Für 400 Euro für jeden. Warum sagst du das jetzt alles? Ja, was ist los? Ist doch eh zu spät hier. Was ist zu spät? Ganz ruhig, junge Frau. Halt deinen Mund! Was genau sollen Sie denn machen? Was hat sie gemacht für 400 Euro? Wir sollten erstmal Ungeziefer auslegen und dann sollten wir den ganzen Laden hier so verwüsten, dass das den Bach runtergeht. Weil du nicht klarkommst hier mit seiner Ex. Du bist so
gestört, ne? Warum sagst du das jetzt alles? Wir hatten eine Abmachung, du sollst deinen Mund halten. Hättest du mal deine Eifersucht unter Kontrolle, wäre das gar nicht so gewesen. Ne? Wie sich hier letztendlich herausgestellt hat, war die Freundin des Ex-Mannes, der Gaststättenbesitzerin, eifersüchtig auf diese, ja. Ihr war kein Mittel zu schade, letztendlich die Gaststätte in Misskredit zu bringen. Ja. Hier war es so, dass sie jedem ihrer beiden Cousins 400 Euro versprochen hatte, wenn sie die Vogelspinne hier aussetzen, Sachbeschädigungen gehen und im Prinzip die Gaststätte so herunterwirtschaften, dass die zumachen kann. Ja, sie sind vorläufig festgenommen. Die Täter müssen mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und Diebstahls rechnen. Die Auftraggeberin wird sich wegen Anstiftung zu fahrlässiger Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und Diebstahls verantworten müssen. Die Kellnerin trägt keinen Schaden davon.